Zum Ende der Maissaison 2022 hat sich der John Deere-Händler Greving Landmaschinen aus Ahaus es sich nicht nehmen lassen, einen besonderen Abschluss der Saison zu organisieren. Wir bekamen exklusiv die Möglichkeit, insgesamt 5 Maishäcksler des Landmaschinenherstellers John Deere zusammen Informationen in den letzten Stunden der Kampagne für euch zu filmen. Greving zog die Selbstfahrer der Baureihen 8000 und 9000, bei denen es sich um Vorführ- oder Ersatzmaschinen handelt, an einem Sonntag im September für uns zusammen. Aufgrund des anhaltenden Regens nutzten wir vorab die Wartezeit für die Planung und hinterlegten die Flächen im Feldhäcksler-Terminal. Bei dieser Menge an Maishäckslern fällt dementsprechend auch viel Häckselgut an. Um die Abfuhr der anfallenden Maissilage zu bewältigen, standen uns mehrere John Deere 6R-Traktoren mit Häckselwagen von Bergmann, aber auch Muldenkipper von Fortuna zur Verfügung. Auch mit vor Ort waren mehrere Servicetechniker und Mitarbeiter von Greving, die sich freuten, als Fahrer an diesem Geschehen teilzuhaben. Aber nun erstmal ein paar imposante Szenen vom Maishäckseln mit insgesamt 52 Reihen. Sobald durch den 8 Hektar großen Schlag einmal durchgestochen wurde, machten sich die Abfuhrgespanne auf den Weg Richtung Silo. Und wir überlegten uns mit den Häckslerfahrern die nächste Formation. Da die Biogasanlage, für die an diesem Tag gehäckselt wurde, schnell erreichbar war, konnten wenige Minuten später bereits die nächsten Bahnen angestochen werden. Insgesamt häckselten wir hier mit 4×10 Reihen und einem 12-reihigen Maisgebiss von Kemper. Wie ihr auch hier sehen könnt, konnte sich, wie in vielen Regionen Deutschlands, der Mais aufgrund der Trockenheit im Sommer 2022 nicht hundertprozentig entwickeln und war stellenweise kleinwüchsig. Laut dem John Deere Harvest Lab, welches am Auswurfkrümmer des Feldhäckslers montiert ist und den Gutfluss überwacht, wurden auf diesem Schlag ca. 40 Tonnen pro Hektar gehäckselt. Damit die Häckselkette nicht zum Stehen kam, musste der John Deere Gator von Greving herhalten und wurde für den Transport des Häckselguts genutzt. Während das Vorgewände und die kleineren Ecken des 8 Hektar großen Schlags gehäckselt wurden, konnten wir einen genaueren Blick auf die einzelnen Feldhäcksler werfen. Neben verschiedenen Modellen der 8000er und 9000er Maishäcksler-Baureihen war auch der neue 8500i vor Ort, der zu dem Zeitpunkt auf Europatour war und bei Greving Halt gemacht hatte. Den Feldhäcksler aus dem Mittelfeld der 8000er-Baureihe steuerte an diesem Tag Lisa, die, wie 60 weitere Auszubildende, aktuell ihre Lehre bei Greving absolviert. Schaut gerne einmal auf der Webseite von Greving vorbei und informiert euch über das weitreichende Ausbildungsangebot des Landmaschinenhändlers.
Dank der einfachen Bedienung fiel es gar nicht auf, dass es ihre erste Fahrt mit einem Feldhäcksler war. Ihr seid auch schon einmal mit den Feldhäckslern von John Deere im Einsatz gewesen? Dann schreibt uns doch gerne einmal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen mit dem Selbstfahrer waren. John Deere hat die 8000er-Reihe neu aufgelegt und dieser viele neue Features und ein neues Design verpasst. Ab kommendem Jahr wird der Feldhäcksler mit einem überarbeiteten 585 PS und 13,5 Liter Hubraum John Deere Motor produziert. Auch haben ihm die zwei Brückener einen neuen Auswurfkrümmer spendiert, der ab dem Modelljahr 2024 verfügbar sein wird. Mit neuer Geometrie soll dieser für einen noch besseren Gutfluss sorgen. Auch wurde die Länge optimiert und erweitert, sodass Lisa einen noch besseren Überblick beim Befüllen des Häckselwagens hatte. Doch das war nicht die einzige Neuheit an diesem Tage, die Greving für dieses Event organisiert hat. Auch der große Bruder, der Feldhäcksler 9500i, der im letzten Jahr von John Deere vorgestellt wurde, durfte sein Können unter Beweis stellen. Mit einem größeren Erntekanal und fast 150 PS Motorleistung mehr machte ihm der nicht ganz so groß geratene Mais nur wenig zu schaffen. Der neue 6R250, der bei Greving als Vorführschlepper läuft, wurde für den Transport mit einem Bergmann-Silagewagen eingesetzt. Greving, zu dem seit September 2022 auch die drei Standorte vom John Deere-Händler Zimmermann aus Euskirchen gehören, ist nun mit insgesamt 270 Mitarbeitern an 10 Standorten aktiv. Hinzugekommen sind drei Standorte im Rheinland und nördlichen Rheinland-Pfalz. Vertrieben werden neben den Landmaschinen mit den gelben Felgen die Marken Bergmann, Fortuna, Lemken, Kuhn und viele weitere. Für weitere Informationen können wir euch den Besuch der Webseite des Unternehmens nur empfehlen. Zur späten Stunde setzten die Feldhäcksler auf den dritten und letzten Schlag um. Hier konnten sie einmal zeigen, wie viele und wie hell die LED-Arbeitsscheinwerfer der selbstfahrenden Erntemaschinen sind. Mit diesen imposanten Bildern möchten wir uns verabschieden. Ihr habt Fragen und Anregungen zu diesem Video? Dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Abonniert unseren YouTube-Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.